Die geschäftliche Vielfalt rund um den Lindener Markt ist um einen Laden reicher. Unser Projekt heißt Unternehmerin auf Probe und es geht darum, dass wir Frauen, die noch nicht gegründet haben, die vielfach im Nebenerwerb, vielfach als Wiedereinsteigerin im kreativen Bereich unterwegs sind oder auch als Dienstleisterin, zum Beispiel Sprechstunden, Therapiesprechstunden und so weiter, dass wir denen die Möglichkeit geben wollen, über Ideen, Motivation, Anreize einen Impuls zu geben, zu gründen. Und das Besondere daran ist, dass wir ihnen ein Ladengeschäft stellen, wo sie mit Verkaufstrainerin und Begleitung, Marketingbegleitung und Netzwerkabende und Workshops hier die Möglichkeit haben, ihr Verkaufstalent auszuprobieren, wie ist das, passt Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ist das, mit Kundschaft in Gespräch zu kommen. Das sind halt Caroline Hübotter ist eine der Neugründerinnen. Ihre Spezialität sind handgefertigte Puppen nach Kundenwünschen. Das ist meine Familie. Ich habe dieses Familienwappen auf einzelnen Kleidungsstücken hatte. In einem Shop-in-Shop-System werden die selbstgefertigten Waren angeboten. Auch Maren Langhoff ist mit ihren Produkten dabei. Dann habe ich irgendwann nach Honorartätigkeiten zu Hause gesessen und mich gelangweilt und habe angefangen, aus Reststoffen Taschen zu nähen. Das war mein erster Ansatz. Also eigentlich bin ich auf dem Weg in Richtung Recycling-Design, mich selbstständig zu machen. Also ich möchte gerne aus Sachen, die aus der Produktion oder aus sonstigen Gewerken abfallen, möchte ich gerne neue Dinge machen. Was soll die denn kosten? Die kosten 36. Mhm. Hier ist der Magnetknopf und schneiden wir das mal wieder mal los. Oder? Dann packe ich sie erstmal hier. Ja, sehr gerne. So voll der Kuchen. Welche Hoffnungen verbinden die Frauen mit dem Durchbruch? Naja, erstmal hoffe ich natürlich, viele Leute kennenzulernen, auch wirklich viele Kontakte zu knüpfen und meine Taschen bekannt zu machen, als Marke bekannt zu werden und natürlich auch Praxis zu bekommen, was das Verkaufen angeht. Also dann auch wirklich die hautnahe Situation mit fremden Menschen erstmal, ne, denen ein Produkt irgendwie anzubieten und das auch mit gutem Gewissen zu verkaufen, dafür auch Geld zu nehmen tatsächlich. Der Laden in der Stephanusstraße 9 wartet nun auf Kundschaft und auf gründungsinteressierte Frauen, die hier ihre ersten Schritte in die Geschäftswelt wagen wollen.